Die Renault Megane Trophy mit Nick Kartsburg auf der Pole Position. Neben ihm Stefano Comini, Bas Schrothorst und Dimitri Enjolbert. Doch schon nach der ersten Runde muss das Safety Car auf die Bahn kommen, weil Caroline Griffney einen Horrorunfall gebaut hat, bei dem nur noch die Rohrrahmenkonstruktion ihres Megane übrig blieb. Griffney allerdings unverletzt. Viele Fahrer legen unter Gelb ihren Pflichtboxenstopp ein. Nach dem Neustart führt Bas Schrothorst, der noch nicht gestoppt hat. Hinter ihm Hubert Voss, Wim Beelen und Steven Geisen, also eine niederländische Spitzengruppe. Aber die alle müssen noch an die Box. Das echte Duell um die Spitze, das tobt schließlich zwischen Stefano Comini und dem Tabellenführer Nick Kartsburg. Schrothorst bleibt so lange vorn, bis er seinen obligatorischen Boxenstopp einlegt. Dann der Kampf der Giganten Kartsburg, der jeden Trick im Buch bemühen muss, um Comini zu überholen. Doch Comini kann ihn hinter sich halten. Am Ende gewinnt Comini denkbar knapp vor Kartsburg. Mein großer Vorteil war die schnelle Outlap direkt nach dem Boxenstopp. Da kam ich schnell in einen guten und flotten Rhythmus hinein, den ich problemlos umsetzen konnte. Diesen Rhythmus habe ich dann auch weiter fortgeführt, auch als ich Kartsburg abhalten musste. Der hing mir wirklich ziemlich in den Knochen, aber ich konnte ihn hinter mir halten. Trotz Platz 2 hatte die TDS-Mannschaft mit diesem Resultat Grund zur Freude, denn die Teammeisterschaft geht damit vorzeitig an TDS. In der Megane Trophy entscheiden Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage, die Autos technisch identisch. Es kommt allein darauf an, wer die beste Abstimmung hinbringt. Es macht Spaß, mit den Fahrwerkskomponenten zu arbeiten, denn das Auto reagiert sehr direkt und spürbar auf alles, was wir machen mit ihm. Das merkt auch der Fahrer sofort. Grundsätzlich brauche ich immer ein Auto, dessen Vorderwagen sehr direkt auf die Lenkbewegungen reagiert. Das klappt in dieser Kategorie erstaunlich gut. In normalen GT-Klassen ist solch eine Abstimmung kaum umsetzbar, aber hier kann man mit so einem präzisen Setup arbeiten. Alle Teams durchlaufen einen ganz normalen Entwicklungsprozess, wenn man die Abstimmung finden will. Wir beginnen alle bei einem Basis-Setup, den wir den Nullpunkt nennen. Und der wird dann angepasst an die Strecke und an die Gegebenheiten. Wir nutzen dazu das freie Training. Das einzige Ziel ist, dass wir möglichst viel Speed aus dem Auto rausholen, ist gleichzeitig aber so abstimmen, dass die Reifen nicht zu sehr herangenommen werden. Das Basis-Setup dient nur als Ausgangsplattform für die Qualifikationsabstimmung, die aggressiver sein muss. Silverstone ist in allererster Linie eine sehr, sehr schnelle Strecke, die schnellste, die wir im Kalender überhaupt haben. Das beeinflusst direkt die Richtung, die wir mit der Abstimmung gehen müssen, vor allen Dingen bei der Aerodynamik. Aber auch beim Bremsen und beim Optimieren für die schnellen Kurven muss man sich maßgeblich an das Layout anpassen. Es ist niemals mit nur einer einzigen Modifikation getan. Das Ganze zieht immer einen Schneeballeffekt nach sich. Ändert man einen Teil, muss man andere ebenfalls anpassen. Welche Abstimmung wir fahren, hängt in erster Linie vom Fahrstil und den persönlichen Vorlieben des Fahrers ab. Schließlich muss der sich im Auto wohlfühlen und sicher und schnell fahren können.
Lauf 2, Nick Kartsburg auf Pol. Der kann in diesem Rennen bereits den Titel einfahren, wenn er gewinnt. Pierre Thierry folgt ihm auf der zweiten Position, sein Teamkollege vor Stefano Comini aus der Oregon-Mannschaft und Dimitri Enjolbert aus dem Team von Thierry Boutsens Schwester. Enjolbert entsorgt Hubert Voss aus der Equipe Verschür. Voss kann allerdings das Rennen wieder aufnehmen. Kartsburg wird von Thierry verfolgt, dahinter eine Zweiergruppe, Comini und Nalio. In der zweiten Runde geht Comini an Thierry vorbei auf die zweite Position. Danach entspinnt sich so einiges an Dramatik hinter den Spitzenleuten Kartsburg und Comini. Unsurungurasa mit der Nummer 18 knallt den Bas Schrothorst hinein. Nach einem verunglückten Manöver wieder auf die Straße einzuscheren. Kartsburg immer noch meilenweit in Führung und klar auf Titelkurs. Dahinter geht es einen Ding-Dong-Kampf um die dritte Position zwischen Nicolò Naglio aus der Oregon-Mannschaft und Derlo sowie Enjolbert, den beiden Boutsen-Piloten. Enjolbert fährt wie entfesselt, wie von Furien gejagt, geht er an Naglio vorbei. All das spielt sich im Rücken des souverän führenden Kartsburg ab. Der landet einen klaren Start- und Zielsieg vor Stefano Comini und Dimitri Enjolbert. Mein Rennen war ausgezeichnet. Ich hatte einen großen Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Ich führe jetzt mit einem riesigen Vorsprung in der Gesamtwertung. Ich könnte kaum zufriedener sein. Heute haben wir gezeigt, dass die TDS-Mannschaft ein sehr gutes Auto hat. Und ja, ich bin zufrieden. Das Ergebnis hinter Nick Kartsburg sorgt dafür, dass die Titelvergabe theoretisch noch weitergehen kann bis nach Barcelona. Pierre Thierry hält sich auf Schlagdistanz, aber es wird unwahrscheinlich, dass da in Katalanien noch was geht. Am 9. und 10. Oktober findet das Renault-Finale auf der Rennstrecke vor den Toren von Granollers und damit auch vor den Toren von Barcelona statt. Wir zeigen Ihnen die beiden Läufe der Formel Renault 3,5-Kategorie wie gehabt. In voller Länge live auf Eurosport International und Eurosport 2. Alles andere am Dienstagabend nach dem Finale im Magazin. Ich freue mich auf eine packende Entscheidung in allen Kategorien. Bis Barcelona. Tschüss, danke fürs Zugucken. Ihr Norbert Ockenkamp.